Jetzt möchten wir uns einmal gemeinsam anschauen, wie wir generell mit so einer Textilpistole oder hier mit der Saga 68S arbeiten. Hierzu nehmen wir einfach die Nadelabdeckkappe vom Gerät ab. Fadenstrang habe ich schon eingesetzt. Jetzt brauchen wir unsere Kartonetiketten. Hier, wir simulieren jetzt gerade hier Einzelhandel, Textil. Diese Kartonetiketten habe ich jetzt hier ein weißes, leeres Etikett, wo ich dann meinen ERN-Aufkleber drauf mache oder von Hand den Preis drauf schreibe. Wir produzieren für Sie auch, wenn Sie möchten, diese Kartonetiketten mit Ihrem eigenen Logo drauf oder mit Ihrem eigenen vorgedruckten Text. Viele Kunden, gerade aus der Industriebranche, haben jetzt hier einen eigenen Text drauf, wo dann eben für die Charge mit 25 oder 50.000 oder 50 Millionen die gleichen T-Shirts gemacht wird, die dann in den Filialen verkauft wird, wo dann eben schon die ERN-Nummer und der Preis und alles passend aufgedruckt wird. Jetzt hier Einzelhandelssimulation. Wir haben ein Etikett, wo wir nachher unser Barcode-Etikett draufkleben können, und ein Reduziert-Etikett möchten wir anbringen. Hierzu nehmen wir ein Textil, stecken unsere beiden Etiketten auf die Nadel der Pistole, nehmen den Stoff vom Textil, fahren durch den Stoff durch. Ich hoffe, Sie sehen es im Video. Drücken jetzt einmal ab, ziehen die Pistole ab und schon hängt uns unser Etikett hier schön am Gewebe dran. Und so einfach geht das Etikettieren mit einer Textilpistole, hier ist zum Beispiel mit der Saga 68S. It looks something like this.